Oh, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Da seid ihr ja alle wieder. Heute geht's weiter mit dem pinken CL. Da habt ihr ja im letzten Video gesehen, wie wir das ganze Fahrzeug einmal foliert haben, beziehungsweise ich durfte auch ein bisschen die Folie halten. Den Kernteil der Arbeit hat ja Marie gemacht, wie ihr auch schon in den Kommentaren bemerkt habt. Krieg ich auch noch ein Dankeschön. Geh mal aus dem Bild. Heute gibt's endlich Felgen für den Wagen. Ich bin ein bisschen im Zeitstress, denn ich habe heute einen Termin bei Mercedes. Bei diesem Fahrzeug ist leider eine Rückrufaktion offen. Die wurde nicht gemacht, weil das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt in den USA war. Aber ich habe mich nicht damit genug getan, den so zu Mercedes zu bringen, im pinken Zustand, sondern ich werde definitiv vorher auch nochmal die Felgen wechseln, damit die Service-Dienstleister sich vielleicht ein bisschen mehr beeilen, sag ich mal, um das Fahrzeug möglichst schnell wieder vom Hof zu bekommen. Leider weiß ich jetzt nicht, wie lange wir das Fahrzeug abgeben müssen bei Mercedes. Die konnten mir nicht genau sagen, wie lange das dauern wird. Dementsprechend habe ich beschlossen, in diesem Video auch nochmal kompletten Service zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go. Wie krass ist an einem Auto, wenn es das hat, ja, B-Säule Jock. So, ich habe extra hier den Strom abgestellt gehabt, damit da nichts durchbrennt oder so. Man weiß es ja nicht, ne? Was da im Argen ist. Mal gucken, ob das Ding jetzt überhaupt noch anspringt. Jawollo, sauber. Auch erstmal eine ABC-Meldung. Perfekt. Oh, Sound. ABS-Fehler. Ja, das ist alles wegen Unterspannung. Und das, der ABC-Fehler ist, weil ich versucht habe, ein bisschen mit dem Fahrwerk rumzuspielen, ist alles ein bisschen komplizierter mit dem ABC. Ja, hier Folierung, ist alles ein bisschen hochgekommen. Oh. Ja. Oh, das ist blöd. Das waren jetzt die Teile, die hier natürlich in der Sonne standen. Muss man nochmal ran, ne? Hier coole Intro-Musik abspielen. Schön am pinken, am weißen vorbei. Nicht auf Alkos Palettenwagen fahren. Oh, stopp! Oh Gott. Stopp! Fährst gegen Bühnen ab. Das ist so ein Film. Na, brauchen Sie Hilfe? Ab 25 sollte man nochmal checken, ob man seinen Führerschein behalten darf. Nee, schön, aber auch schöne Kappe hast du da an. Krieg ich leider nicht mehr ganz sauber, da ist so viel Öl dran. So auf deinen Kopf gefasst hab bei der Karre. Mal, hast du eigentlich einen neuen Getriebeheber? Hier ist irgendwas angekommen in die Richtung. Wo ich das SL-Fahrwerk gemacht habe, der ist ja undicht geworden. Mhm. Das war schon der zweite. Und wollte ich eigentlich bei der Firma, die auch diese Hebebühnen hier herstellt, die wir nicht nennen wollen, einkaufen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht mal nicht den billigsten. 90 Euro Versandkosten. Ach, chillig. Das also ist einfach mehr. Bringen die den persönlich vorbei, ja, oder das was? Das ist einfach mehr, als die Billo-Dinger kosten. Einfach wieder ein Billo-Ding gekauft. Das ist nicht ganz so einfach, ne? Nee. Mit dem Werkzeug. Aber das ist eine sehr gute Überleitung, denn Werkzeug findet ihr auch beim Sponsor des heutigen Videos. Sponsor des heutigen Videos ist nämlich kein geringerer als mein Partner Autodoc. In der Autodoc-App könnt ihr nämlich ganz einfach euer Fahrzeug auswählen. Alle Serviceteile findet ihr hier ganz einfach. Öl zum Beispiel, Motoröl. Da kippen wir das gleiche wie in die AMGs rein. Direkt das große Gebinde zweimal. Dann gehen wir fix unter Filter. Nehmen wir natürlich den guten Ölfilter von Hengst. 6 Euro. Und noch einen Luftfilter. Den nehmen wir von Meile. Zack, 14 Euro. 126 Euro. Inklusive Versand ist schon ein richtig guter Deal für so einen Mercedes-Service. Aber Autodoc bietet nicht nur namhafte deutsche Hersteller an, sondern auch viele andere, die noch deutlich günstigere Preise haben. Ihr könnt noch zusätzlich 5% sparen, indem ihr einfach meinen Code Maximiliano genauso wie der Kanal eingebt. Zack, nochmal einen richtig schönen Rabatt. Hier warten auch schon alle Teile, die wir in diesem Video verbauen. Ladet euch die App in der Beschreibung runter, tippelt euer Fahrzeug mal ein und schaut mal, was eure Ersatzteile da kosten. Ich bedanke mich bei Autodoc für die Teile und die gute Zusammenarbeit und weiter geht's mit dem Video. Wow, das war eine coole Werbung. Jetzt fahr aber auch hoch. So, zuallererst lasse ich ihn jetzt noch ein bisschen warm laufen, damit das Öl auch besser rauskommt und aus den ganzen Ölkanälen gekrochen kommt. Weil ich muss wirklich sagen, hier unten, er ist so wunderschön trocken. Ich glaube, ich habe noch nie einen so trockenen Mercedes von unten gesehen. Wirklich richtig top. Auch hier ABC in dem Bereich. Alles komplett trocken. Hinten im Kofferraum habe ich eine Rechnung gefunden über frisches Getriebeöl. Das bestätigt auch mich hier in der Annahme, dass da der Vorbesitzer was gemacht hat. Und auch hier an der Cut-Anlage und so, alles dicht. Nichts tüffelt, nichts pfeift. Achtung, Wortwitz, nicht nur mir ist warm, sondern auch das Öl ist jetzt warm. Dementsprechend können wir es jetzt ablassen. Ja, hier ist noch ein bisschen Schleifstaub, ne? Hier haben wir direkt präsent den Ölfilter. Da läuft auch ein bisschen was hier aus der Dichtung raus. Die müssen wir auf jeden Fall auch neu machen. Ey, Alter. Oh. Das waren aber keine 25 Newtonmeter. Oh, moin moin. Scheiße.
Da gluckert es aber noch ein bisschen nach, ne? Der gute M113 Zauberstab. Die alte Flöte. Hier haben wir schon den neuen Hengstfilter und drei Dichtungen. Die beiden schwarzen sind für die Zauberflöte. Und die hier oben ist die hier, welche definitiv undicht ist, weil sonst wäre hier nicht so viel Öl drin in diesem. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, ihr müsst auf jeden Fall den Filter an dem Ölfiltergehäuse festmachen. Das war beim Rausdrehen schon nicht fest, also haben die Vorbesitzer da schon Mist gebaut. So, Öl ist abgelassen, Öl wird neu reingefüllt, Filter ist raus, neuer Filter rein. Weiter geht's mit dem Luftfilter, ne? Oha. So, das erste Mal ein Blick auf das Power-Aggregat. Legendärer Motor M113, ne? Ach, wunderschön. Wo Gasanlage? Nee, also ohne Witz. Der Motor sieht richtig gut aus. Ein bisschen Salzfraß hat er. Aber Motorlager wurden auf jeden Fall mal gemacht. Die sieht man hier unten blitzen. Dann hier die ganzen Unterdruckleitungen und sowas. Alle keine Risse, das sieht auch richtig super aus. Ölfeuchte am oberen Ventildeckel. Hier haben sie oft Schwitzen, hat er auch nicht. Untere Ventildeckel, also hier Schwitzen, hat er auch nicht. ABC-Pumpe sieht auch ziemlich fresh aus. Das hier ist die Tandempumpe. ABC-Leitung hier an sich sowieso ist auch alles dicht. Ja, dann hier diese Schläuche sind auch gerne mal porös, auch alles super. Riemen scheint auch mal neu gekommen zu sein, diese Spannrolle hier oben auch neu. Das sieht richtig gut aus, richtig top. Insgesamt muss ich wirklich sagen, das beste Auto, was ich jemals für unter 5000 Euro gekauft habe. Oh, jetzt nehme ich erstmal den Luftfilter auseinander. Oh, die Stunde der Wahrheit. Oh, das sieht ja tatsächlich sogar gar nicht mal so verkehrt aus. Hier sind die guten Male drin, 2021. Kann man schon mal wechseln, ne? Alten Filter sind raus, neue Filter sind rein. Und dann kann es ja jetzt losgehen auf die große Reise zu Mercedes. Da wollten wir eigentlich hin. Wir sind jetzt so schnell leider nicht hingekommen. Aber wenn du die Felgen damals verkauft hast von Beutiger, die da ja ursprünglich drauf waren, hast du mir ja angeboten. Ich habe sie nicht gekauft. 450 Euro, weißt du noch, wie gestern? Blöderweise habe ich sie nicht gekauft. Aber Hagen hatte sie noch liegen. Nachdem ich den Hersteller angeschrieben habe, der Hersteller kannte mich auch in meine Videos. Ich glaube, ich habe ordentlich Werbung für diese Felgen gemacht. Wurde die Produktion leider eingestellt. Aber Gott sei Dank hat Hagen im Schlussverkauf noch welche ergattert. Also zeitgleich zu meinen tatsächlich. Wir haben die beide gleichzeitig bestellt. Und es geht natürlich um keine geringere Felge als Schrauberschloss unzensiert. Klipp das raus jetzt. Yes. Zack, bam, Alter. Diesmal sogar mit Mercedes-Deckel. Freunde, für alle, die sie nicht kennen. Das hier sind sogenannte Messerwheels, ME09, glaube ich. Und das sind wohl die meistgehasstesten Felgen im ganzen Internet. Vor allen Dingen auf dem Auto. Was ist das Coole an den Felgen? Nicht nur diese extravagante Optik. Nein, sie haben auch eine ABE für den CL500 und für die 220er S-Klassen. Und auf dem S-Coupé sehen sie auch sehr cool aus. Da kann ich sie ja vielleicht auch nochmal raufschneiden. Früher waren das tatsächlich die Felgen, die ich auf wirklich alle meine Fahrzeuge gemacht habe. W220 S-Klasse, mein erster CL, mein zweiter CL, mein dritter CL. Ja, viel mehr Fahrzeugen hatte ich es auch gar nicht. Ja, schreibt eure Meinung wie immer in die Kommentare. Hatte auch überlegt, die Hochglanz zu verdichten zu lassen. Mhm. Beziehungsweise ich kann es ja selber nicht. Kostet halt mehr als die Felge, der Prozess, aber ja. Genau, dadurch, dass die Felge kein Tiefbett hat, kommt es dann, also es würde schon geil kommen, ja. Aber so passt auch. Also, ja, nee, ich find's gut. Ja. Und da ich jetzt auch einiges mit dem Fahrzeug vorhatte und mit den Felgen wirklich nicht fahren kann, also da werde ich ja direkt angehalten so. Warum? Ja, wegen hässlich. Wegen hässlich, entschuldigen ja. Sie. Sie kriegen einen Punkt wegen hässlich. Ja. Also die Felgen, die gehen ja wirklich gar nicht. Gut, ich würde mal sagen, hoch mit dem Lachs. Ich bin so gespannt, ey, wie das aussehen wird. Egal. Eins in den Chat. Wenn da wieder Gefühle hochkommen. Ich sehe gerade die Folie im Radlauf irgendwie. Oh, 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 oh. Na komm. Okay, er ist jetzt noch hochgepumpt. Der ist noch ein bisschen, verschränkt, ne? Ich fahre mal runter und dann sehen wir uns das Gesamtergebnis mal in voller Gänze an. Ja Leute, das ist das Ergebnis des Ganzen, ne? Originale Fahrwerkshöhe CL500 mit den wunderschönen 19 Zoll Felgen. Ich finde wirklich köstlich schmöchtlich. Klar, ein bisschen tiefer könnte er noch. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie man das Hydraulikfahrwerk überlistet. Koppelstangen habe ich nicht so Bock drauf. Das findet die Polizei aktuell sehr viel, beziehungsweise ist da sehr hinterher. Da muss ich ein bisschen
gucken, was ich da mache. Ansonsten finde ich, sieht der Wagen wirklich exzellent aus. Klar müssen wir noch mal ein bisschen über die Folie noch mal ein paar Kleinigkeiten nachföhnen. Das bleibt leider nicht aus. Er steht ja jetzt auch das allererste Mal in der Sonne. Da kommt natürlich alles hoch. Ich würde mal sagen, ich packe rote Nummern drauf, fahre das Ding rüber, drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles was wird. Die freuen sich bestimmt richtig, das pinke Monster bei sich auf dem Hof zu haben, Freunde. Mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Video. Schaut bei Autodoc vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Maximiliano. Let's go, Alter. Und nächstes Mal dann hoffentlich mit Kennzeichen und zugelassen. Das wäre so nice. Ich höre euch. Das ist genau mein Humor, das Ding dann jetzt erst abzugeben.